zu Batman Arkham Knight. Das letzte Mal haben wir es mit Mio und Not aus Ace Chemicals geschafft und nun heißt es, Barbara Gordon zu befreien oder zumindest rauszufinden, wo sie gerade ist. Dazu haben wir ein paar Milizsoldaten hier unterwegs, die wir erst noch irgendwie ausschalten müssen. Wupp. Zeitverschwendung, die Fledermaus kommt nicht. Der Boss sagt, dass er das Gordon-Mädchen suchen wird. Wir haben hier Panzerpatrouillen, da kommt er auf keinen Fall vorbei. Blöd nur, dass die Panzerpatrouillen schon weg sind. Nicht wahr? Krieg ich die beide weg? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn er auftaucht, müssen wir bereit sein. Zünde eine Sekunde und er haut dich K.O. Dafür hat der Knight uns ausgebildet. Ich bin bereit. Gut, ja. Okay, so geht's auf jeden Fall nicht. Mensch, bei meinem Feld aber ziemlich aus den Latschen. Oh, dann besuch mal Mami und Papi im großen Country Club im Himmel. Ach so, ja, und Joker ist bei uns im Kopf. Und sagt uns Hallo. Tja, wir haben ja auch in Arkham City ein wenig von Jokers Gift abbekommen. Und ja, seit Ace Chemicals sehen wir den Joker in unserem Kopf. Ist ja auch ein netter Kerl, der Joker. Die hat ja jeder gerne im Kopf. Na gut. Darf ich jetzt bitte ein bisschen kontrollierter das Ganze? Hoffentlich zeigt sich. Hallo, was verstehst du an Runtergehen nicht? So, einmal nach hier bitte. Was hat denn der? Ist mit dem nicht richtig da unten? Warum ist der blau? Der Job ist besser als mein letzter. Oder ist der grün? Und gut, dann ich glaube, das war so ein Riddler-Typ, kann das sein? Vielleicht hätten wir den mal nicht ausschalten sollen. Du dann, mein Freund? Ja, wohin? Er hat einen von euch erwischt, das heißt nichts. Er hat immer noch taktische Schwächen. Wer ist da drüben? Kommt schon! Ihr habt den Mann gehört. Oh Mann! Warum ist er jetzt nicht auf ihn draufgesprungen? Manchmal verstehe ich dieses Spiel gar nicht. Oh Mann! Das funktioniert in den anderen Teilen ein bisschen besser. Also wenn ich das sagen hätte, wäre das nie passiert! Muss ich ganz ehrlich sagen, in den anderen Teilen war das Schleichen wesentlich einfacher. Da war Batman nicht ganz so störrig, wie er jetzt ist. Er macht ja gar nicht das, was ich gerne hätte, was er tut. Bisschen blöde. Kostet uns natürlich wertvolle Zeit. Und gefallen wird mir es natürlich nicht. Ich hätte es lieber einfach und simpel. Aber einfach und simpel wird es hier wohl nicht geben. Na gut. Hat man irgendwelche Tricks versucht? Sind die Beine da an dem Rang? Ja. Hier ging es doch, warte mal gerade, hier ging es doch irgendwo rein, nicht wahr? Komme ich da hin? Konzentriert euch, Leute. Ich möchte gerne da rein. Und rein da. Sind wir jetzt hier nur in dem Gebäude oder was? Oder kommen wir auch irgendwo anders raus? Sieht nicht so aus, ne? Versuchen wir es doch mal hier. Wenn Batman mich lässt, natürlich nur. Ich kenne Kriegsgebiete, die netter sind als diese Stadt. Komm.
Oder geh woanders hin. Na und, juhu, wiederbelebend. Neue Airhaus, okay. Mann am Boden, ich sehe nach, gib Bedeckung. Und, er ist weg, seht euch nach Verletzten um. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Nein. Und aber ab ins Gitterchen. Achso, wir sind hier. Wir sind mal wieder in dem Gebäude. So, zack. Sollen sich mir anpassen? Wie sollen wir das denn machen? Wie wollt ihr das machen, Freunde? So. Einer läuft da unten lang. Sprengen Sie jetzt was? Ja, das war auch ganz da, wo ich hin wollte. Wie brenne. Ich brauche hier Deckung, pass du auf! Musst aufwachen! Was ist mit euch nicht richtig? Wie konnte er noch einen ausschalten? Lässt uns wie Idioten aussehen. Das ist nicht gut. Nein, nein, ist es nicht. Ich denke, er wurde von unten angegriffen, beim Gitter. Es war die Fledermaus. Auf die Beine, wir haben hier Probleme. Was? Die. Was? Die decken die aus? Wie fies ist das denn? Verdammte Scheiße, nicht schon wieder! Wenn ich diesen Freak in die Finger kriege, breche ich ihm jeden Knochen einzeln. Wie fies ist das denn? Ich bin nicht zuerst da, Ben. Die wecken die einfach auf! Wir werden dich kalt machen! Ich denke, er wurde von unten angegriffen, beim Gitter! Es war Batman! Zurück in den Kampf, wir sind noch nicht fertig! Batman hat ihn umgehauen, mal sehen, ob er okay ist. Bewegt sich was? Hier nein, ist nichts. Tut sich nicht. Hier bewegt sich keiner. Wie gemein ist das denn? Er schnappt sich uns. Wir wussten, dass er hier ist. Wie konnte das passieren? Der Typ war unachtsam. Macht es ihm nicht nach. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Weiter so, Sami. Halt sie auf den Füßen. Du bringst niemanden um, Batman. Sehr schön. Aber sei nicht überrascht, wenn sie wieder aufstehen. Doch, bin ich aber. Alles okay, Jungs? Seht ihr was? Nichts. Ihr auch nicht. Okay, nicht einschlafen. Er ist hier irgendwo. Okay, ich brauche die Angstausschaltung. Er ist weg! Seht euch nach Verletzten um! Und ja. Na! Gute Nacht! Geht doch! Jim, der Bereich ist sicher. Treff mich im Uhrenturm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin beeindruckt. Doch deine Tricks werden sehr schnell alt, Batman. Ja, findest du? Wie kommt eigentlich Gordon hier hoch? Hat er irgendwie einen besonderen Eingang oder was?
hier übers Dach wird er wohl nicht auch hier reinkommen. Das war nicht sehr unlogisch. Das ist ja krass, dass sie wieder aufwachen. Barbara? Colleen? Bist du's wieder? Sie läuft. Colleen für dich! Noch nicht ohnmächtig werden. Komm schon, zeig etwas Rückgrat. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Dieses Chaos wird ihn rasend machen. Geh doch auf. Oder wollen sie hinterher? Zum Henker. Barbara, halt durch. Irgendwie müssen wir doch Hilfe rufen können. Irgendwie. Batgirl Service Commissioner. Ja, und plötzlich war sie weg. Das ist, was passiert, wenn du deine Freundin ein wenig Verrücktes bringst, oder was? Game of Ours, das Spiel von uns. Ja? Oh, wir sind wieder im Uhrenturm. Joker. Ach, es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerungen zu schwelgen. Was, Bats? Und jetzt ein Logenplatz für die Hauptattraktion. Man sollte meinen, der alte Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst verkrüppelt ein gut aussehender junger Irrer seine Tochter. Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Bats. Er wird das verstehen. Ist ja nicht so, als hättest du seine Tochter sterben lassen. Zumindest noch nicht. Die Nacht ist noch jung. Joker, du Dreckskerl. Ja, benutzt es doch. Jim ist auf dem Weg. Ich kann das jetzt nicht tun. Oh Gott, nein. Es ist nicht deine Schuld, Jim. Natürlich ist es das. Crane wollte so an mich rankommen. Ich hätte hier sein sollen. Ich muss dir etwas zeigen. Wir haben keine Zeit. Sie ist nicht wie wir. Identität bestätigt. Sie ist stark, Jim. Stärker, als du glaubst. Sie arbeitet für dich? Das ist alles deine Schuld. Ich werde sie finden. Sie ist meine Familie! Meine Tochter! Alles, was ich habe! Ich hätte dir nicht trauen dürfen. Niemals! Ich zieh das allein durch. Bleib weg von meiner Familie. Sie macht das alles freiwillig. Und alleine schaffst du das nicht. Gordon! Ja, ich finde, das ist erstaunlich gut gelaufen. Natürlich hätte ich ihm nichts gesagt, aber deshalb ist es so befreiend, ich zu sein. Du kannst dich noch auf einiges freuen, Bats. Ach, findest du. Na dann, muss ich irgendwas machen hier am Bettcomputer?
Ich muss rausfinden, was Barbara passiert ist. Sie haben die Kameras am Uhrenturm ausgeschaltet, um ihre Spuren zu verwischen. Wenn ich mich in das öffentliche Kamerasystem hacke, müsste ich alle Zugangspunkte zum Gebäude überwachen können. Na gut, dann wählen wir doch mal eine Kamera aus, oder? Hier gibt es nichts, das mir verrät, wie Barbara entführt wurde oder wer es war. Wen haben wir da? Nein, das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wie Barbara entführt wurde. Konzentration. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wie. Das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wohin sie sie bringen. Drehen, um die Aufnahmen zu... Ah! Da vorne. Das ist die Miliz des Arkham Knight. Das ist die Miliz des Arkham Knight. Ja? Das ist die Miliz des Arkham Knight. Das ist der Arkham Knight. Er hat Barbara. Ich muss rausfinden, in welchem Auto sie steckt. Da. In diesem Fahrzeug wurde Barbara weggebracht. Diese Reifen sind Amatec D60er. Ich kann das Batmobil dem Reifenprofil folgen lassen. Es wird mich direkt zu ihnen führen. Yay. Gut, dass wir sowas haben. Na dann, auf ins Bettmobil, verfolgen wir das Auto. Wenn ich so darüber nachdenke, woher wusste Scarecrow, dass er sich um deine IT-Abteilung kümmern muss? Ich hatte keine Ahnung, dass sie für dich arbeitet, als ich sie anschoss. War wohl Glück. Tja, woher weiß Scarecrow das? Ich schätze mal, das hat irgendwas mit Arkham Knight zu tun. Wir werden wohl noch rausfinden, wer das Ernsthaft? Ist. Ernsthaft? Ich habe auf ihren Kopf gezielt. Na gut. Die Reifenspuren werden mich zu Barbara führen. Dazu kann ich den Forensik-Scanner des Batmobils benutzen. Der arme alte Jimbo musste sich mit einer Diashow begnügen. Okay. Ich kann eigentlich das Scanner hier einbauen, oder was? Oh mein Gott. Alfred, Bauto. Ich will den Namen des Arkham Knight. Ich auch, Master Bruce. Er hat sich den Namen aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Wo sollen wir anfangen? Arkham City. Durchsuche die Akten von jedem Insassen, der nach dem Tod von Hugo Strange entlassen wurde. Und Alfred? Sir? Sie wussten von Barbara. Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Bathöhle. Bitte bleib wachsam. Tja, hinter ihm könnte natürlich auch noch sein. Jetzt wirst du wissen wollen, wer ich bin. Du musst mich nur finden. Das Gotham groß. Und zwischen uns steht eine ganze Armee. Ich bin bereit für dich. Alfred. Die Miliz hat ein Gerät abgesetzt, tief in der Straße vergraben. Ja, ich sehe es. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Ich überprüfe das. Na dann, schauen wir doch mal nach, was wir da haben. Es ist eine Bombe mit schwerer Panzerung. Oh je. Sollten Sie sich in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen? Ich werde den Fernzugriff mit dem Batcomputer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen. Sehr wohl, Sir. Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbemannter Panzer ausgesandt, um sie aufzuhalten. Werden sie nicht. Ich hab immerhin mein Batmobil. Sir, der Virus destabilisiert das Gerät. Wenn Sie sich zu weit entfernen und die Verbindung verlieren, wird die Explosion alles in einem Radius von 10 Blocks vernichten. Wie Sie vorher gesagt haben, Sir, er will das Gerät entschärfen. Die angeforderten Drohnen wurden aktiviert. Die Bomben müssen aktiv bleiben, Sergeant. Sie sind unsere Versicherung. Ich weiß, Sir. Ich erledige ihn. Aushalten. Mehrere Drohnen offline. Was zum Teufel war das? Der Feind hat jetzt die
Möglichkeit zum Parallelangriff. Denk schneller! Bestätigter Treffer! Nächstes bestätigter Treffer hier. Brandner zerstört! Platte sein muss. Verdammt schwierig mit dem scheiß Ding. Diese Maschinen sind unermüdlich. Im Gegensatz zu dir gehen sie nie auf. Sie zögern nicht, sie halten sich nicht zurück und sie haben keine Angst vor dir, Batman. Also es gab mal in der Geschichte von Batman tatsächlich einen Batman. Batman, der nicht Bruce Wayne war, aber die alle getötet hat. Das ist nicht vorbei. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Ach ja? Na dann machen wir das doch mal. Sind wir aufgeben? Ah, das schon wieder. Na gut, machen wir das einfach mal. Und so. Glaubst du etwa, das war's schon, dunkler Ritter? Ich habe diese ganze Stadt mit Sprengstoff versehen. Wenn du versuchst, die Bomben zu entschärfen, bekommst du es nur noch mit mehr Drohnen zu tun. Ich habe jahrelang darauf gewartet und niemand wird mir das nehmen. Wenn es jemand versucht, bleibt nur ein Krater zurück. Sir, diese Warnung wurde auf einem offenen Kanal gesendet. Ich vermute, der Arkham Knight möchte eine Einmischung von außen verhindern. Wer zum Henker ist das? Verdammt nochmal. Der muss doch irgendwie bekannt kommen. Ist das? Ach ja schon. Oh Scheiße, er klebt an uns dran. Nö, ihr interessiert mich gerade gar nicht. So, wir fahren aber mal weiter. Beziehungsweise, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Batman Arkham Knight. Das nächste Mal werden wir versuchen, Barbaras Position zu erreichen. Hast du das gesehen? Batman hat seine Karre echt aufgemotzt. Natürlich. Und bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Mascha. Ciao, ciao. Seht euch mal dieses verdammte Flitzgerät hier an.